kannst du hier bitte noch eine zweite Kiste draufstellen? Hier drauf. Da, so. Genau. Na. Ah. Noch eine dritte, aber. Naja, du brauchst ja eine Kiste, um den Schalter zu aktivieren. So. Los. Wenn... Na, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Das ist zu weit weg. So, genau. Genau so. So, und jetzt schön Kiste dran halten. Dennis, eigentlich müsstest du jetzt. Naja. Ja, was? Ich bin drüben. Ja, was müsste ich? Na, eigentlich jetzt das Tor offen halten. Und wie? Ja, mit deinem Schild. Ach so. Mach nochmal dran die. Ja, wartet. Ich glaube, das hat ja so eine Zeitbegrenzung. Ich kann da eigentlich auch so durchkommen. Glaube ich nicht. Doch, doch. Ich halte das Ding einfach auf. Ja, versuch's einfach. Stefan, sagst du mir, wenn das Tor aufgeht, weil ich ja. Sehe das nicht. Wenn das mal aufmachen würde. Ja, jetzt geht's auf. Steh ich runter? Nee, noch ein Stück vor. Jetzt. Halt, sonst falle ich gleich raus. Okay, so? Stehen bleiben. Nee, ja. Ich werd weggeschoben. Es muss mit Zeit gehen. So, noch ein Stück. Nee, ich werd weggeschoben. Das geht viel zu schnell runter, oder? Ja, dann. Nee, er ist da. Okay. Spinne. Hinter uns. Schiebt, hol den mal runter. Ja. Alles klar, da kommt noch eine. Oh. Können wir da runter? Na, Theorie. Ach so, da ist was, ja super. Sagst du, warte. Oh, oh, Jump. Oh, oh. Was war das? Warum springt der in die Richtung? Weil du da hingedrückt hast? Nee, eben nicht. So, dann nochmal. Diesmal weiß ich auch, dass hier so eine Pflanze ist. Diesmal ist nicht. So, kannst du die Kiste da irgendwie runterstoßen? Ich? Ja, mit deinem Sturmhammer. Oh. Die da oben. Ach, die, welche oben? Ach, die! Ja! Die! Und nun? Nun brauchen wir einen Zauberer wieder. Ja. Was ist hier? Oh, und mich brauche ich auch wieder. Dass ich euch hier immer wieder beleben muss? Ja, wir probieren halt aus. Wir sind... Oh, das war doof. Kann ich hier irgendwie was... So, jetzt erstmal eine Kiste hier hin, dass man nicht ständig. Naja, okay. War eigentlich anders geplant, aber nehme ich trotzdem. Ich kann nicht wieder zurück, Zauberer, also nicht sterben. Hä? So, da ist er tot. Was sollte der Scheiß? Da oben ist. Kannst du dich mal hier draufstellen? Ich? Ja, da wo ich stehe. Genau. So. Ja, wunderbar. Der Zauberer müsste das auch so bewegen können. Jeder muss auf seiner Plattform stehen, wa? Dann stell ich mich mal hier oben drauf. Nachdem ich das geholt habe. Na. Na. Okay. Jetzt steht. Aber da sind vier Plattformen. Auch gut. Warum muss da jeder auf einer draufstehen? Ja, keine Ahnung, hätte ich gesagt. Ja, aber jetzt sind es sind vier. Also wir könnten auch einfach den Hebel hier umlegen. Ach, dafür ist das gut. Sehr langweilig. Du machst dir das viel zu kompliziert. Oh! Was? Oh! Oh! Ja, geht so weit. Was?
Kannst du hier eine Planke hinlegen? Nicht so ganz. Ey, aber... Oh. Ja doch, danke. Für mich reicht's. Yep. Ah, und ich werde eiskalt verbrennen müssen. Oh nein, doch nicht! Ja! Wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung, ich hab mich schon im Feuer gesehen, also irgendwie... Ah, okay. Diesmal bekomme ich's. Diesmal! Nein! Hab's! Ich bin tot. Ah, das ist jetzt doof, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja total unnütz, ihr braucht mich ja nicht. Wie oft ihr müsst ist das? Nur auf das Ding da drüben. Hä? Wo bin ich jetzt? Wie oft ist denn das Teil da oben? Hallo? Wo ist denn das? Nein, so nicht. Wo ist denn hier das? Sorry, warte, ich. Nein, lass doch die Kiste. Wo ist denn das Wiederbelebteil? Hinter uns. Irgendwo, aber da kommt man nicht mehr. Viel zu weit hinten. So, hoch. Ah. Um. So, warte mal. Spring drauf. Nein, das hat nicht gereicht. Ah ja, toll, jetzt müsst ihr euch auf mich verlassen. Hey. Wir sind tot. Okay. Das kann ich vielleicht für meinen Vorteil nutzen. Noch nicht. Nein, zu spät. Aber ich kann eigentlich auch gleich auf die Kiste. Ja, jetzt hast du die kaputt gemacht. Oh Mann. Genau. Jetzt einfach rauf. Und rauf. Und hep. Boah. Sehr schön. Hey. Er hat's geschafft. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Danke, dass man so viel Vertrauen in mich hat. Ich mag gern doch. Hey! Oh, puh. Ah, wir sind beide tot. Ja, toll. Du auch. Ja. Ja. Das war doch mal gut. Game over. Mal wieder. Ach, flieg da ins Portal rein. Na! Was zum. Na! Was hab ich denn aufgehalten? Naja, ihr macht das schon, Leute, ne? Ah! Was? Ach. Ihr könnt das Ding da vorne bewegen. Kannst du mich wiederbeleben noch, bevor du da lang gehst? Andere Richtung. Oder nee, ihr müsst ja irgendwie da reinkommen. Erstmal hier hoch. Hä? Ja, kannst du eine Planke da unten hin machen, dann gehen wir da rein. Siehst du? Oh. Einfach die Planke vielleicht heben. Ja, wartet. Andere Richtung drehen. So. Jupp. Yep. Und jetzt? Die Planke hier oben vielleicht kaputt machen. Ich bin tot. Wir sind tot. Gut. Ey! Okay, erstmal die Planke und mich nicht runterschubsen. Jo. Du kannst das doch bestimmt irgendwie... So. Kannst... Nein, das würde ja für dich nichts bringen. Oh, die ist aber groß. Kann ich eigentlich auch... Nee, größer geht's nicht. So, Moment. So, jetzt rechts. Noch weiter rechts. Weiter. Dann wieder rüber. Oh. Ja. So, jetzt könnt ihr euch eigentlich sterben lassen. Alles klar. Feuer! Oh, bedrohliche Musik und fliegende irgendwas. Ihr müsst mich, glaube ich, beschützen. Ja, sind dabei. Hast du geschafft. Nicht loslassen. So, bin drüben. Jetzt kannst du loslassen. Ich glaube sowieso, es hält. Oh, es hält. Tatsache. Es war nur so für... Semi-Boss-Fight gedacht. Ja, noch ein Stück. Ja, die rutschen doch. Meins. Unsweit. Ja, und das. Jetzt ist der Zauberer mal dran. Hey, endlich. Willkommen, Fremde. Ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gebracht. Klar, für die Kobolde.
Ich bin Rosabel. Die Blume. Einst war ich Königin dieses Landes. Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen. Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte. Frau Königin, ey, können wir aber jetzt mal gleich Sie etwas aufhören? Eine sprechende können wir gleich mal nachschauen. Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen. Draußen am See ist ein Schloss. Das Haus meines Vaters. Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen. Erschlagt ihn und ich sage euch alles. Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten. Finde ich gut. Ich mag Schätze. Oh ja, auf jeden Fall. Money. Ich nahm Rosabels Einladung zum Abendessen sofort an. Ja. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Es war schon spät. Sehr schön, und das war's dann an dieser Stelle von uns. Jo, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.